darf ich nichts mehr Garstiges sagen. Alles Ton drauf. Blanka, ich werde es nicht kommentieren. Du wirst es ja hören. Kann man hier den Ton ausmachen? Ja, also der Ton läuft und die Kamera. Ja, schön groß. Ich glaube, Blanka hat gesagt, nicht zoomen. Ich glaube, ich lasse das. Oder? Ah, guck mal hin. Der hat sich doch vorher gelegt. Lacht sie schon. Melanie. Ich denke mir, die Blanka wird mir verzeihen, wenn ich jetzt die Kamen aufnehme beim Laufen. Ablage ist jetzt nicht so interessant, es sei denn. Ja, da hat sie schon gesagt, das ist so ein Spitzklicker. Charmant. Manchmal kriegen sie sich auch wieder ein, weißt du, da hat er die Nase dahin gehalten und dann ist es vielleicht gut. Ja, der lahmt. Oh, das sieht die Melanie immer sofort, sowas. Das, liegt da. Sich ein bisschen mehr an die Mädelsablage rangerobbt. Jetzt gefällt sich. Ja, okay. Das ist die Frage. War das viel? Was, ein Meter oder fünf? Geht aber.
da irgendeiner Leckerchen verteilt oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ganz viele da und jetzt da vorne noch immer. Hasenköttel. Ja, die haben es etwas durcheinander. Das ist, oh Mann. Monsterhilfe. Die Sauknochen da. Kannst du ihr doch mal bringen. Vorne rein hingesetzt? Nee, hat gerobbt und ich sag mal Teilbewertung. Er fand den Duft der Damen sehr anziehend, gell? Bei was? Ich muss vertreten worden. Ja, aber er hat ja mitgemacht. Also ich finde, da ist noch keine hohe Trieblage. Also wenn der solche Schmerzen gehabt hätte, dass er nicht mehr arbeiten kann, hätte er nicht gearbeitet. So würde ich das sehen. Und es war einfach, das war in dem Fall wirklich pro Hundeführer, weil er nicht normal ist. Nur das ist damit natürlich erledigt, ja. Ja, genau. Das ist halt vertreten. Also ich hätte es auch gemacht, wenn sie sagt, Kralle eingerissen und der Hund läuft noch mit. Geht nicht, also wenn er nicht kann, bleibt er stehen. Das ist ja hier keine hohe Trieblage, wie Adi ist. Oder? Und auch keine hohe Belastung. Ich habe auch gerade mal geguckt, ob ich
Du hast auch leicht seitlich gestanden. Jetzt wollte ich mal kurz festhalten. Ich wollte Jörg zugucken. Ja, ja, klar. Ich kann doch eh nichts machen, wenn Harro aufsteht. Doch Feierabend. Silke, Silke. Sag mal, wolltest du ein Stativ? Ja. Ich hab, weißt du, ich habe Bandscheibenvorfall. Du musst mich ein bisschen stützen. Stell dich eigentlich so an. Ich habe vier. Die vier. Warum war nicht so auf die Kacke? So. Und lässt du dich nicht operieren? Vier Bandscheibenvorfälle? Nee, nee. Wo denn? Ja, wir auch. Einen. Was soll ich denn noch alles operieren lassen? Ja, nun. Du bist die 6 Millionen Dollar Frau, oder? Das kann Ralf sich nicht mehr leisten. Guck doch mal ruhig in die Kamera, macht ja nichts. Das ist ja nicht Ton, oder? Ja, klar, ist der Ton drauf. Der voll, der darf nichts Unflätiges sagen. Ich stehe zu meinem Gesicht. Ich sag mal so, manchmal würde ich aber das nicht sagen, was ich gesagt habe, wenn ich gewusst hätte, dass es aufgezeichnet wird. Also stehen ist eine andere Geschichte. Ich hasse das Aufnehmen, weil du meistens dann auf die Kamera guckst und nicht siehst, was da passiert, weißt du? Das ist die Kamera unbedingt. Ja, nee, das passt gerade nicht. Ja, es ist okay, hör mal. Die Gruppe, die geht halt immer weniger Meter, ne? Also gleich machen wir die Gruppe hier unterm Dach. Aber so kenne ich den Detail. Also ich habe das auch überlegt mit dem Laden mit Hund, aber ich hätte es auch gemacht. Wie gesagt, auch für eine Kralle. Ja. Aber die Norma wäre aufgelaufen, wird aufgeladen. Einer müsste ich mal für die Küche bitte haben. Julia? Ja, dann müsste ich meine Hunde. Ich weiß gar nicht, ist sie denn da liegen, also ist sie am Ort geblieben? Ja, ne? Sie legen sich alle irgendwie an dieselbe Stelle. Da lacht nämlich eben der Hund von der Blanke auch. Aber das ist doch genau, das ist doch, das muss doch dir der Richter nicht sagen. Ihr wisst das doch. Nein, ich hab doch nicht, wusste das nicht. Aber meine Rüden nicht da. Mir ist das egal. Mir war das mit meinen Rüden egal und mir ist das mit meinen Hunden egal. Ich halte das für Gerücht. Der erste, da hat vorher keiner gelegen. Also ich kenne das noch. Meine Hunde machen die Ablage, egal was passiert. Ja, die Lotte hat die auch, ist glaube ich am Schluss war die auch zu langweilig, glaube ich, ist auch sich hingesetzt. Das kann sein, ja. Ja, die Farbe ist auch sehr ähnlich. Die Gödeckes züchten, ja. Ja, aber von der Statur. Ja, ich denke, das werden beides Hunde von Gödeckes sein. Ich würde es jetzt nicht beschwören, weil ich es nicht weiß, aber... Nein. Blanca hat immer schon Aussies. Vorher einen Schäferhund gehabt und... Das kann sein. Aber so ein Wildwurf oder sowas. HPG-mäßig gut. Ja, eins, ne? Was ist Blanca? Was kam? Brutalhilfe. Die Blanca. Das kann schnell wie aufstehen. Ja, aber das ist ja noch Teilbewertung. Ist zwar mangelhaft, aber Teil. Ja, ja, aber das. Aber sie hat schon mangelhaft in der Ablage und mangelhaft im Blick. Noch eins geht nicht. Die soll aufgestanden werden. Nur einmal. Wenn er gerobbt ist, dann ist er aufgestanden, sich hingesetzt. Das ist alles noch Teilbewertung, aber sie hat trotzdem mangelhaft. Jetzt, komm. Ja, leicht schiefer Vorsitz. Kann man mit leben. Aber immerhin.
geschafft, ohne zu bremsen. Sie haben nur vorbeigebrettert. Das ist so, die Blanca ist jetzt so voll. Ich mach das mal aus. Ich sag das nicht auf Band.